Ein Spielenachmittag ist für die Bewohner des AWG Sonnenhofes immer etwas Besonderes. Egal ob Skat, Rummy Cup oder Rommy, schnell finden sich die Spielgemeinschaften zusammen und die Karten werden in freudiger Erwartung gemischt. Während die Herren der Schöpfung traditionell die Skatrunde eröffnen, werden am Nebentisch die Rummy Cup Steine noch auf dem Tisch verteilt. Erst wenn alle Steine gut gemischt und umgedreht, also verdeckt liegen, kann auch dieses Spiel beginnen. An einem der Rommy-Tische wird indes schon ausgelegt. Günstig natürlich, wenn ein Joker die fehlende Karte passend ersetzt. Brigitte Kornmesser hatte zu diesem Spielenachmittag eingeladen. Jeden Dienstag findet hier der Spielenachmittag statt, einmal für die Bewohner des Sonnenhofes, aber auch natürlich für Gäste, die aus der Stadt Güstrow an bestimmten Veranstaltungen hier auch teilnehmen. Ja, es wird unterschiedlich. Die Männer spielen natürlich Skat, die Frauen Rummy Cup und natürlich auch Rommy. Das sind so die drei gängigsten Spielarten, die hier gespielt werden. Einmal ist es, denke ich, die Geselligkeit. Es sind viele Alleinstehende, ne, und dass sie nicht so vereinsamen, werden natürlich hier sehr viele Veranstaltungen angeboten, die natürlich auch wirklich gerne angenommen werden hier bei uns. Natürlich stehen die Geselligkeit und das gemütliche Miteinander im Vordergrund. Das Spielen alter Gesellschaftsspiele hält zudem fit und schürt den gesunden Ehrgeiz. Natürlich darf auch die gute Tasse Kaffee nicht fehlen. Wer jetzt Lust bekommen hat, ebenso dabei sein zu wollen, ist zum nächsten Spielenachmittag am kommenden Dienstag herzlich eingeladen.